Hey ja, willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Zunächst nach neuen Session. Beim letzten Mal haben wir Colossus Mark 10 besiegt nach einigen Problemen, aber wir haben ihn besiegt, ohne dass wir gestorben sind, nur immer festhalten. Und ja, das heißt, es geht weiter mit Koloss Nummer 11. Und ja, erlegen wir jetzt eine, die Schnappzahl, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Wir waren beim letzten Mal da in der Richtung. Aber das ist alles total falsch hier. Nach unten Süden geht mal gar nichts mehr. Nach Osten geht auch nichts. Ja, nach Norden geht es diesmal. Wieder zur Abwechslung. Ja, wir kommen hier mal weit rum. Ja, dann gehen wir mal nach Norden und mal den 11. Koloss. Ja, einen Besuch abstatten. Ja, kommen wir auch relativ zielstrebig dahin. Also, wir haben unterwegs so keine Früchte mehr. Und eine Eidechse nur eine, die so auf dem Weg liegt. An und für sich. Und, ja. Wie kann man die noch abholen an so einem Tempelschrein, wie ihr sicherlich denken könnt? Wie ihr euch sicherlich denken könnt. Und ja, für uns geht es jetzt in Richtung Ende der Brücke. Ja, Ende der Brücke, das bedeutet, ich komme gleich mal zu dem Thema mal, was ich mal ein paar Mal schon erwähnt hatte, aber ich nicht ansprechen wollte. Weil ich gesagt habe, für einen späteren Zeitpunkt. Ja, sieht aus, wäre der Zeitpunkt gleich schon gekommen. Weil wir jetzt, glaube ich, auch ziemlich nah an die Brücke, am Ende der Brücke rankommen. Deswegen kann man da noch mal ein bisschen drüber reden. Wenn man gleich mal eine kleine Gesprächspause einlegen, ja. Ist halt mal so. Man ist ja auch ein bisschen reden so im Let's Play. Ja, ich spiele die ganze Zeit schon. Kann auch mal einen kleine Rast machen. Gleich mal und gleich mal was erzählen über etwas, was sich da verbirgt. Immer mal die Eidechse meinte ich ja. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt eigentlich sagen wollte mit aus. Keine Ahnung. Auswüchse, glaube ich, wahrscheinlich. Aber ich meinte eigentlich die Eidechse. Natürlich meine ich die Eidechse. Volltreffer. Ja, das, wenn das immer so geklappt hätte, hätten wir uns viele Minuten ersparen können, aber ja, das Leben ist kein Mundkonzert, Videospiele auch nicht. So ist das. Oh. Ja, wo ist denn jetzt der Schwanz? Na, das war's denn schon. Können wir wieder beten und hoffen, dass wir dem 11. Koloss besser erledigen können wie die letzten beiden. Weil 8 und, nee, 9 und 10 lief ja gar nicht so gut, ja, also. Wobei 9 noch besser lief als 10. Aber nicht beides nicht so super. Deswegen hoffentlich geht es mal wieder aufwärts mit unseren Fähigkeiten. Sonst wird das noch, ja, ziemlich lange dauern, die restlichen zu erledigen. Halbmond Kanon. Halbmond Canyon eigentlich. Aber egal. So, wo ist jetzt unser Pferd? Was zieht sich da hinten? So, okay, dann machen wir mal Richtung Brücke. Einmal Richtung Brücke und dann Richtung Norden an der Brücke entlang. Was ist unsere Aufgabe? Dann können wir so den anderen Strand noch besuchen, aber da spare ich mir jetzt eigentlich. Der ist ja auch auf dem Weg, da ist noch ein anderer Strand auf dem Weg eigentlich, aber ich glaube, der ist so weit. Obwohl ist der da eigentlich gewesen? Der war doch der weiter weg, ne? Ja, wäre ein kleiner Umweg. Nicht viel, aber wir werden Umweg. Nein, wir reiten hier direkt zum Ende der Brücke. Weil es da was gibt, was ich jetzt mal erzählen möchte. Ja, und zwar war Shadow of the Colossus. Was macht er denn? Ursprünglich war Shadow of Colossus ein Spiel mit 48 Kolossen. Ja, es soll tatsächlich 48 Kolossen geben ursprünglich. Aber hat man ganz schnell festgestellt, das sind viel zu viele. Vor allem, wenn es unterschiedlich sein sollen, ohne dass es Wiederholungen gibt, großartig. Und ja, die Welt wäre viel zu klein dafür, ja. Die Dichte wäre viel zu hoch. 48 Kolosse haben sie gleich wieder verworfen. Deswegen hat man das reduziert um die Hälfte. Ja, man hat das gleich reduziert auf 24 Kolosse. Und ja, die wurden, soweit bekannt ist, auch alle designt. Außer einer ist unbekannt. Aber 23 der 24 sind bekannt. Neben den 16, die wir kennen, also neben 16, die es hier im Spiel gibt, gibt es noch 7 andere, die designt worden sind und wie man auch weiß, wie die aussehen, weil die wurden nämlich im offiziellen Artbook von Shadow of the Colossus, ja, da kann man die nämlich sehen. In Japan ist nämlich ein Artbook erschienen,
von Shadow of the Colossus, wo auch die anderen 8 ja behandelt werden, ja. Also auch zumindest vom Namen, glaube ich, haben wir Namen haben wir alle erhalten, aber vom Aussehen hat man halt nur 7 designt. Und ja, hat auch mit dieser Brücke hier zu tun, weil die Welt war nämlich ursprünglich größer. Ein bisschen größer war sie, um halt ja die Dichte ja halt genauso dünn im Verhältnis halt dünn zu halten wie hier in dem Spiel. Da war die Welt halt ein bisschen größer. Wie ihr sehen könnt, weil ist so mal hier unten, zum Beispiel unten rechts, ist ja nur Wasser. Ursprünglich war da auch Land zum Beispiel. Und ja, die Brücke ist in dem Fall besonders, weil das Land dahinter nicht weitergeht. Ja, also die Brücke, die hört hier zwar auf, was man vom Spiel sieht, aber wenn man jetzt oben durch den Eingang durchkäme, okay, würde man auf der anderen Seite noch die Brücke sehen. Die Brücke ging dann nämlich weiter. Das heißt, die Welt ging auch ein bisschen weiter nach Norden noch. Und es hat auch seinen speziellen Grund, weil nämlich die Areale, wo diese 8 Kolosse sind, die gibt's hier in dem Spiel sogar. Ja, also es gibt in dem Spiel noch 8 zusätzliche Gegenden, beziehungsweise es gibt nur 8 zusätzliche, kann man nicht sagen, aber es gibt noch zusätzliche Gegenden, wo man so nicht im Marfall nicht hinkommt. Da gibt es ein bisschen so ein paar Landstriche, so noch Berge hinter dem, ja, hinter der normalen Grenze gibt es noch Berge und Landschaften, meistens so kleinere Flächen, wo ursprünglich der Platz von den anderen Kolossen gewesen wäre. Einer von denen ist auch hier hinter der, auf der anderen Seite. Wenn man, ich glaube, in der Richtung ungefähr müsste das sein. Da hinten, da, wenn man dann da durchglitschen würde, durchhacken würde, per Emulator geht das zum Beispiel ganz gut. Ja, könnte man da auch hin und würde auch sehen, wo man dann den anderen Koloss dann halt bekämpft hätte. Ja, dann würde man irgendwie anders hinkommen oder man würde dann, ja, wie gesagt, die Welt wäre etwas größer geworden. Man kann ja nicht sagen, man käme jetzt hier irgendwie dahin, weil die ganze Welt wäre ein bisschen anders designt worden. Aber wie gesagt, es gibt halt noch zusätzlich Orte, wo die Kolosse sind und bei anderen, da gibt es ja noch auf der normalen Karte noch Landstriche, wo man Maffa gekämpft hätte, die allerdings nicht, ja, kein Koloss mehr haben. Ja, da hat man den Koloss auch rausgeworfen. Also gibt es noch ein paar, die im Artbook zum Beispiel sehr, ja, auffällige Landschaften, die gibt es hier in dem Spiel auch noch hier zu sehen, nur halt ohne Koloss. Ja, dann wäre Maffa ein Koloss gewesen ursprünglich, aber jetzt in dem Spiel ist hier keiner mehr. Und dann gibt es, wie gesagt, halt noch, ja, außerhalb der Karte noch Areale, wo man die wahrscheinlich bekämpft hätte. Ja, warum hat man jetzt diese 8 rausgeworfen? Das weiß man nicht genau. Wahrscheinlich, beziehungsweise, teilweise weiß man es, weil teilweise wurde auch der Entwickler gefragt, hat auch darauf geantwortet. Die wurden teilweise rausgeworfen, weil, ja, der Kampf entweder nicht so geklappt hat, wie man das vorgestellt hatte. Der Kampf war zu schwierig, war bisschen zu viel Glück oder man konnte einfach nicht vom Spiel nicht genau umsetzen, wie es ursprünglich gedacht war. Und ja, das hat man sich dann überlegt, der war einfach zu schwer oder man kam ja auf die Lösung nicht so einfach, weil das wäre nicht so offensichtlich gewesen wie jetzt mal bei den 16 Kolossen. Und deswegen hat man das rausgenommen und hat man nur 16 gelassen. Aber man hat dann die 8 rausgeworfen und dann halt 16, die man hatte, entsprechend genommen. Und ja, die anderen 8 waren noch ziemlich weit im Entwicklungsprozess noch dabei, weil es gibt auch Überreste von denen, wie gesagt, neben den einzelnen Landstrichen und diesen ganzen Arealen, die abgesperrt sind, wie man halt per Hack hinkommt, gibt es auch noch, ja, Texturen teilweise auf der DVD, beziehungsweise bei der PS3-Version auf der Blu-ray, aber noch nicht rausgeworfen. Gibt noch Texturen, unter anderem die Felltextur von der Kolosse und auch noch, ja, und auch noch eine Textur von einer dieser Statuen, die man halt in dem Tempel sieht. Die sind auch solche Statuen, die sind auch solche, ja, Symbole von den Kolossen. Und da gibt es auch noch einen von, der da auch noch auf der DVD drauf ist, aber halt nicht genutzt wird. Ja, es gibt einen ganzen YouTube-Kanal, der sich quasi mit Shadow of the Colossus beschäftigt. Also wirklich über Theorien, über einzelne Sachen, wieso gibt es die Brücke, wer hat die gebaut und so weiter, über das Design der Kolosse, über das Design der einzelnen Areale und auch über Sachen aus der Alpha-Version vom Spiel, kann man ruhig so sagen, ja, mit der Theorien dazu, auch im Zusammenhang mit Ico, wer alles im Zusammenhang mit Ico steht, da gibt es einen ganzen Kanal darüber, der sich damit beschäftigt hat, da werden auch die ganzen Areale auch gezeigt per Video, hat man halt per Emulator sich dann hingehackt, hingeglitscht. Und ja, gibt es auch ein paar andere Geheimnisse dort noch zu sehen. Wer dafür interessiert, ich habe den mal verlinkt, den YouTube-Kanal, der heißt, glaube ich, Nomad Colossus, glaube ich.
Jetzt am Namen, weiß ich jetzt nicht im Kopf, aber in der Videobeschreibung steht da dann drin. Wer sich dafür mehr interessiert, kann da ja mal reingucken. Vielleicht ist er ja vorher ganz gespannt, ja, weil teilweise finde ich die Theorien da ziemlich gespannt, die da aufgestellt werden. Ob die alle stimmen, ist ja auch nicht so wichtig, aber interessant teilweise, ja. Weil die Karte, wie gesagt, die Karte hat aber noch Spuren von den anderen Kolossen, deswegen die ist auch, ja, die waren halt sehr lange noch dabei, die anderen acht. Weil hier im Osten zum Beispiel gibt es ja noch sehr viele Wolken. Und da ist auch noch ein Areal auf der Karte zumindest eingezeichnet. Man kommt da nicht hin, weil das Modell gibt es sie nicht, diese Gegenden teilweise auf der Karte. Aber auf der Karte ist auch noch sozusagen noch ein Verlies eingezeichnet. Beziehungsweise eine so eine Höhle. Ich vermute, dass es eine Höhle ist. Von auch noch so einem Kolossus, von so einem Koloss. Also es gibt da ein paar Sachen, wie gesagt, es gibt einen ganzen YouTube-Kanal darüber, der sich damit beschäftigt. Wer sich dafür interessiert für das Spiel und ein bisschen mehr wissen möchte, kann dann da mal reingucken. Teilweise ziemlich interessant, manches, ja, vielleicht eher weniger, aber manche Sachen da doch ziemlich spannend. Und Theorien auch, wo man auch drauf kommt, ja, ich bin auch nicht so Theorie-Freak in der Regel, aber teilweise doch ziemlich interessant, was da aufgestellt wird, wie alles im Zusammenhang steht. Wer dafür interessiert, guckt in die Videobeschreibung, da ist der verlinkt. Und ja, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Koloss. Da müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Dort unten hin, in die Schlucht, wer hätte das gedacht? Weil irgendwie auch nahe liegt, ne? Weil wir die ganze Zeit hier schon waren. Und jetzt können wir mal loslegen mit dem 11. Bit Nummer 11. Ja. Bit Nummer 11 können wir jetzt hier loslegen. So müssen wir überhaupt hin. Da ist auch noch ein Schrein übrigens, aber gehen wir jetzt nicht hin. Kommen wir später nochmal vorbei. Machen wir dann später. Weil wir eh noch mal dahin müssen. Kann man dann noch diesen Schrein abernten von der Eidechse. Wir gehen jetzt hier rein und holen uns jetzt den 11. Koloss. Das ist mir so eine Aufgabe, was wir vorhaben. Ob das so hinhaut. Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Ob das so hinhaut, wüsste ich auch gerne, aber ich denke mal, wir kriegen das schon hin. So. Okay. Machen wir mal hin. Ja, hier unten ist glaube ich jetzt kein Licht mehr, womit ich das wissen kann, wo ich hin muss. Es gibt übrigens auch im Zeitangriffsmodus auch ein Schwert zum Freischalten, was auch im Schatten funktioniert. Also was auch im Schatten entsprechend doch den Weg weist. Aber haben wir nicht, habe ich nicht freigeschaltet. Mache ich wahrscheinlich auch nicht. Weil wenn ich mir irgendwann mal einen Spielstand irgendwo so mal organisieren und mal gucken. Und ganz mal auszutesten, aber ich denke mal nicht, dass ich das mal selbst freischalten werde. Dafür ist es etwas zu anstrengend, unter Zeitdruck was zu machen. Ich mag keinen Zeitdruck in Spielen allgemein nicht. Also, deswegen will ich auch keinen Zeitangriff machen auf die Kolosse. Ist mir vielleicht auch ein bisschen zu übel. Da sieht man nämlich nichts. Also, es gibt auch, wie gesagt, noch ein Schwert, wo man auch entsprechend trotzdem noch den Weg gewiesen bekommt. Aber habe ich nicht. Ja, man kann übrigens auch im Zeitangriffsmodus freischalten, auch im normalen Spiel dann verwenden. Ja, wenn man also jetzt Beispiel, ich spiele das Spiel jetzt hier durch im schweren Modus, mache dann den Zeitangriffsmodus danach, könnte ich im zweiten Durchlauf komplett mit diesen ganzen Sachen angehen. Zum Beispiel. Ja, und dann den dritten Durchlauf auch, den vierten und so weiter. Und ja, könnte man machen. Aber wie gesagt, mir reicht es nicht einmal durchspiele wieder hier. Zweites Mal zusammen, beide Schwierigkeitsgrad gerade. Und ja, das sollte, glaube ich, okay sein. Ja, übrigens, die Brücke ist übrigens auch einzige Modell in dieser Welt, was über die Karte hinausgeht, weil ich es dann erwähnt haben sollte. Jetzt nochmal. Die Brücke ist das einzige Modell, was wirklich über die Karte hinausgeht. Ja, alle anderen ist ja innerhalb der Karte, aber diese Brücke halt nicht, weil da war halt noch mehr geplant. So, wir wollen jetzt weitermachen. Wir müssen irgendwie darüber, also überspringen. Da ist er. Oben kommt er. Sollten wir ihn mal verkriechen gleich mal hier. Kommen wir hier hoch? Ja doch, irgendwie geht das doch, ne? So. Aber kein Licht, ich sehe nichts. Ah ja, wir haben was untergeworfen.
So, ich muss mal gucken, ja. Ja, der ist jetzt die vier gefährlich, dieser Genosse hier. Hab mich so erwischt, er sieht ja nicht. Das lief ja jetzt mal richtig schlecht. Aber wir kommen wieder vorbei, ne? Hoffentlich. So. So. Na, komm her. Na, also. So. Ich werde mich jetzt mal hier mal erholen. So. Ich werde mich mal kurz erholen. Kommt nochmal, jetzt probiere ich nochmal an. War gar keine Chance. Kann gar nichts machen. So. Da müssen sie die Fackel anzünden. Jetzt hat er Respekt vor uns. Ah, jetzt kann ich mir, jetzt kann ich ihn auch reinschieben, ja. Alles klar, ist nicht so schwer. So, kann ich nochmal? Noch weiter nach hinten? Ja, das war's dann schon. Nee, nicht ganz. Jetzt geht's erst los. Da muss ich jetzt drauf. So. So, mal gucken hier. Wo ist er? Da. Ah, daneben, ey. Wieso muss das passieren? Ach Gott. Irgendwie geht er von hinten, hörne auf den Schwanz, von hinten drauf. Jetzt bin ich drauf gekommen. Da. Odeo! So, Rodeo reiten. Ja. Hör auf zu zittern wie ein verrückter Stier. Ach, ich hätte. Komm her. Ich muss einmal erwischen. So, am besten so einmal. So, komm her. Komm her. Och, komm schon. Ach, ich wollte gerade zuhauen. Das wird nichts hier. Kann mich nicht gut genug festhalten. Ach, ich wollte gerade, Mann. Halt dich doch mal endlich fest, verdammt nochmal. Vernünftig. Ich glaube, ich muss einmal mehr hauen als einmal. Jetzt kommt schon. Nee, keine Chance. Ich habe nur einmal getroffen. Ich komme nicht dran, ey. Na also. Ach Gott. Jetzt komm schon. Das wird doch nichts, ja. Das wird nicht wirklich, das läuft nicht wirklich gut hier. So. So. Komm schon noch einmal. Wir haben nur noch erwischt, ey. Oh! Und Glück gehabt, ey! Und ich würde noch ganz, ganz gut. Boah, wir haben noch beim ersten Mal noch erwischt. Boah. Das ging ja doch noch ganz gut, ja. Mit der letzten Kraft haben wir noch hingekriegt. Mit der letzten. Ah, das war wieder Mono.
Der letzte Kraft haben wir so noch hingekriegt. Puh. Das lief ja jetzt eigentlich doch ganz gut, muss ich sagen. Ich bin zufrieden. Sah zwar nicht so gut aus, aber jetzt bis zum letzten Fitzel Kraft gebraucht haben, aber mit einem Festhalten hat es hingehauen. 11 besiegt. Ja, das ging ganz schnell. Versammlung hier mittlerweile her. Sehr mysteriöse Anweisung, wie immer, im Grunde. So. Das war's mit dem Koloss schon. Das ging jetzt doch ziemlich schnell und auch noch ziemlich gut eigentlich. Kann man mit zufrieden sein, geht sicherlich besser, aber ich bin hier kein Perfektionist-Spieler. Und deswegen bin ich zufrieden so, wie es jetzt abgelaufen ist. Wir haben mit einem Klettern den erledigt. Und ja, das war's dann mit dieser Aufnahmesession. War etwas kürzer. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Auch an die Informationen. Denkt an das Feedback. Und bis zum nächsten Mal.